Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mürztal aktuell. In unserer heutigen Sendung geht es um das neue Bezirksgericht in Bruck an der Mur, um Fußball zwischen Obereich und Bruck und um das sogenannte Quillfest in Grieglach. Damit gleich zu unserer ersten Meldung. Heute wurde das rundum erneuerte Bezirksgericht in Bruck an der Mur eröffnet. Es ist das modernste Amtsgebäude von ganz Österreich und wird ein Vorbild für andere Sanierungen sein. Nachdem man das Drehkreuz des neuen Portals passiert hat, muss man durch die Sicherheitsschleuse. Wie auf einem Flughafen wird man nach Metallgegenständen durchsucht. Sicherer sind auch die Verhandlungssäle geworden, die jetzt videoüberwacht sind. Aber so wichtig die Sicherheit im Alltag eines Gerichtes auch ist, beim Umbau des Bezirksgerichtes Bruck wurden noch ganz andere Feinheiten eingebaut, viele davon erstmals in einem Amtsgebäude. Bauherr ist die BIG, die Bundesimmobiliengesellschaft. Für sie ist das Bezirksgericht nicht nur das modernste Amtsgebäude Österreichs, sondern wird wegen der vielen originellen Lösungen auch EU-weit Beachtung finden. Kein Wunder, dass für die offizielle Eröffnung am 5. Dezember gleich 4 Minister ihr Kommen in Aussicht gestellt haben. Na, da werden sich einige Minister freuen, so ein schönes Bezirksgericht sehen zu können. Themenwechsel. Im Fußball haben Derbys immer so besonderen Anreiz. So auch beim Spiel zwischen dem SV Obereich gegen die zweite Mannschaft des SC Bruck. Und die Obereicher bewiesen in diesem Spiel besonderen Kampfgeist. Die Brucker versuchen es gleich mit Angriff, eine Flanke zur Mitte. Der Flankenball wird eine sichere Beute vom Obereicher Schlussmann Michi Reisinger. Die Brucker versuchen es da mit gutem Distanzschuss. Die Gäste nehmen den Hebel in die Hand, setzen der Harry Kotzecker ein. In seiner Glanzzeit bei der KSV hätte der Harry diesen Ball erlaufen. Heute mit 39 geht das natürlich nicht mehr. Kotzecker ist trotzdem eine starke Waffe der Brucker. Nach langem Ball in die Tiefe trifft Kotzecker zum 1:0 für die Gäste. Der Beigeschmack, das roch stark nach Abseits. Der Treffer fiel in der 21. Spielminute. Obereich erwidert auf das Ganze mit Angriff. Gute Flanke auf Hagemann. Hagemann versucht's mit Halbvolley, trifft aber nicht richtig. Die Bleimeier-Truppe in der 44. Minute mit Superangriff. Der Ball wandert da über einige Stationen. Guter Ball zur Mitte. Da ist Stefan Steibel zur Stelle, drückt 1:2 für Bruck. Das ist auch der Pausenstand. Die Führung der Brucker verdient. Obereich kam erste Hälfte einfach nicht ins Spiel. Auf in die zweite Spielhälfte. Mario Draas setzt sich da im Strafraum gut in Szene, aber das Lupferl, das verfehlt das Ziel. Nach Obereich-Eckball gelingt den eingewechselten Ronny Schmidhofer per Kopf der Anschluss zum 1:2 in Minute 72. Jetzt ist für die Trobers-Truppe wieder alles drinnen im Match. 3 Minuten danach gibt's aus Fehlentscheidung Obereich-Freistoß. Patrick Hagemann tritt an und trifft mit Abfälscher zum 2:2. Die Freude bei der Obereicher Truppe riesengroß. Knapp vor Schluss gibt der Schiri da noch einen Freistoß. Man merkt, das war wieder eine totale Fehlentscheidung. Aber in Minute 95 setzt der Schiedsrichter den Schlussstrich, pfeift ab. Endstand zwischen Obereich und Bruck 2:2. Obereich konnte mit diesem Unentschieden das erste Mal anschreiben. Weitere Punkte sollen folgen. Christopher Kaiser zu diesem 2:2 Unentschieden. Ja, ich finde für uns ist es wichtig, dass wir mehr aufgeschrieben haben. Wir haben gesehen, dass wir am Anfang Angst gehabt haben. Ein, zwei Eigenfehler gemacht haben, dadurch haben wir die Tore gekriegt. Aber ich glaube, im Allgemeinen war es verdientes Unentschieden. Der Schlussfinish war ja nicht so schlecht, da wäre fast der dritte Treffer noch gefallen. Schade, man hätte aufgrund der Tabellensituation einen Dreier gebraucht, das wäre schon super gewesen. Ja, natürlich wäre ein Dreier gut gewesen, dann hätte man einen Anschluss gepackt. Aber so, ich glaube, mit einem Unentschieden können wir jetzt gut leben nach der ersten Halbzeit. Jetzt müssen wir aufs nächste Spiel schauen und schauen, dass wir dort den ersten Dreier einfahren. Ja, Andi, eine 2:0 Führung hat man aus der Hand gegeben. Was denkst du dir da als Trainer? Das tut natürlich weh. Es tut sehr weh. Vor allem die Art und Weise, weil sie haben eigentlich in 90 Minuten keine einzige herausgespielte Torchance gehabt. Und aus zwei Standardsituationen haben wir leider zwei Tore bekommen. Und das dort schmerzt am meisten. Was verstehen Sie unter Quilt? Also bis heute habe ich persönlich damit wenig anfangen können. Aber dank eines Quiltfestes in Grieglach bin ich jetzt wieder um einiges an Erfahrung reicher.
Drei Tage war die Ausstellung der Patchwork-Gilde Austria im Veranstaltungszentrum Kriglach für Besucher geöffnet und ermöglichte viele Einblicke, vor allem für Patchwork-Freunde. Nun gleich einmal zuerst, was versteht man unter einem Quilt? Ein Quilt besteht aus drei Lagen. Die erste Lage ist ein schön gestaltetes Top. Das heißt, man zerschneidet Stoffe, vernäht sie in die verschiedensten Formen, Blöcke. In der Mitte ist dann ein Vlies und die Rückseite besteht aus einem meist einfarbigen Stück Stoff. Diese drei Lagen werden dann durch Quilten, das sind Quiltstiche, miteinander verbunden. Die Grundidee vom Patchwork war eigentlich nicht das Dekorative, was in heutiger Zeit zählt, sondern eigentlich das Wärmende. Frauen haben die Not, aus Not heraus Stoffe zerschnitten, meistens alte Kleiderstoffe, haben daraus Decken genäht, mit denen sie sich halt dann zugedeckt haben. Heute ist eher das Dekorative im Vordergrund, das heißt, es werden Wandbehänge meistens hergestellt und es wird viel für Ausstellungen gearbeitet. Dass sich sehr viele mit dieser Technik in Österreich angefreundet haben, beweist die Patchwork-Gilde Austria eindeutig. Wir sind ein Verein, der 1996 gegründet wurde und wir veranstalten jährlich ein Quiltfest, wo unsere Mitglieder, momentan ca. 750 an der Zahl, ihre Quilts, ihre Werke, die sie im Laufe eines Jahres gemacht haben, ausstellen können. Wir haben ca. um die 300, 320 Quilts ausgestellt heuer. Dass das Quiltfest in Kriglach stattfand, war Ilse Büreschitz nicht ganz unbeteiligt, ebenfalls Mitglied der Patchwork-Gilde Austria. Das dritte Mal mache ich heuer beim Kunstmarkt in Kriglach mit und wir haben schon immer in diesem Veranstaltungszentrum ausgestellt und dadurch kam ich auf die Idee, dass wir auch die Quiltausstellung, das Quiltfest heuer hier veranstalten können. Das Quiltfest ist wirklich ganz was Besonderes und zwar die Patchwork-Gilde Austria veranstaltet alljährlich in einem Bundesland ein Quiltfest. Ich sage ja normalerweise, so ist mir erzählt worden, ist es jeweils in der Landeshauptstadt und heuer haben sie es in der Steiermark bei uns in Kriglach gemacht und es ist wirklich eine besondere Auszeichnung und wenn man sieht eigentlich, dass Teilnehmerinnen aus ganz Österreich, aus allen Bundesländern vertreten sind, dann sieht man, welche Wertigkeit diese Veranstaltung hat. Eine Tatsache war bei dieser Ausstellung immer wieder zu vernehmen. Wer sich mit Patchwork beschäftigt, kommt nicht mehr so schnell davon los. Ja, das ist leider ein Virus. Naja, weil man das halt dann nicht mehr lässt. Es wird zur Sucht. Auch das ist ein Suchtgiftverhalten. Schöne Stoffe sammeln, nicht widerstehen können und dann auch neue Techniken erlernen, um eben sich nicht so zu plagen, weil es schaut ja oft sehr kompliziert aus und mit der richtigen Technik wird es relativ einfach, unter Anführungszeichen. Viel Arbeit ist immer dahinter. Das gehört dazu. Heute war es den ganzen Tag über sonnig, nur ab und zu verdeckten Wolken die gelbe Scheibe und das bei Höchstwerten um die 23 Grad. Morgen Dienstag prägen viele Wolken das Wetter in der Steiermark. Zeitweise kann es auch regnen. Die Frühtemperaturen liegen morgen zwischen 9 und 14 Grad. Tagsüber steigen die Temperaturen nur zaghaft auf maximal 19 Grad an. Das war Mürztal aktuell am heutigen Montag. Ich wünsche Ihnen noch einen recht schönen Abend. Wiederschauen.